Am Mittag gehe ich durch die Straßen meines Viertels. Die Türen der Geschäfte stehen offen. Die Wolken ziehen so schnell, dass die Sonne kommt und geht wie eine Lampe, die man an- und wieder ausmacht. Die Geschäftsleute winken mir im Vorbeigehen aus dem Dunkel der Läden. Ich freue mich über die Vertrautheit ihrer müden Gesichter. Ich versuche, es nicht eilig zu haben, meine Zeit nicht zuzupflastern wie eine Autostraße. Ich gehe viel zu Fuß und falle gerne in die Schlaglöcher. Im Gewürzladen am Eck stehe ich lange mit geschlossenen Augen und sauge die Gerüche in mich ein. Eigentlich will ich nichts kaufen, aber der Gewürzhändler ist ein mürrischer Mensch und würde selbst fürs Riechen Geld verlangen. Also habe ich in meiner Küche eine Menge Gewürze, die ich niemals benutze. Als ich die Augen wieder aufmache, steht eine Frau vor mir. Breiter Rücken in geblümter Bluse, drahtige schwarze Locken, die nicht echt aussehen. Ich versuche, mir das Gesicht dazu vorzustellen. »Wie viel?«, fragt sie und hebt einen Mörser hoch. Warmes, pudriges Parfum entströmt ihrer Achsel. Der Mörser ist aus rötlichem Stein, groß und schwer. Der Gewürzhändler hebt kaum den Blick und sagt, 195. Und obwohl das ein unverschämter Preis ist, will ich ihn plötzlich haben. Jetzt und sofort. Ich trete neben die schwarzhaarige Frau. Kann ich mal sehen, sage ich, und strecke meine Hände aus. Befremdet stelle ich fest, dass sie zittern. Die Frau zuckt zurück, vielleicht nur vor Schreck. Ich glaube, ich bin unsichtbar, wenn ich mit geschlossenen Augen dastehe und rieche. Widerstrebend reicht mir die Frau den Mörser. Zum Ausgleich lächelt sie mich freimütig an. Ein wunderschönes Stück, sagt sie. Aber ich sehe den Mörser gar nicht an. Ich brauche keinen Mörser. Ich koche ja kaum noch, seit Paul weg ist. Das Lächeln der Frau hält mich fest. Sie ist jünger, als ich sie von hinten eingeschätzt habe. Ihre Lippen sind fast mohnrot, obwohl sie keinen Lippenstift trägt. Auch die Wangen sind rot. Sie erinnert mich an jemanden. Gleichzeitig weiß ich, dass es diesen jemand nicht gibt. Ich kaufe ihn, sage ich. Doch die Frau schüttelt den Kopf. Sie fasst sich mit der Hand in den Nacken und lächelt immer noch. Tut mir leid, ich hatte mich schon entschieden. Und zum Gewürzhändler gewandt, wenn Sie ihn mir bitte einpacken. Sie nehmen nur Bargeld, oder? Der Gewürzhändler schält sich hinter einem Regal hervor und brummt zustimmend, während er mir den Mörser aus der Hand nimmt und ihn umständlich in mehrere Schichten Zeitungspapier packt. Ich gebe Ihnen 200, sage ich zu ihm. Prompt hält er inne.